Mittelkärnten hält für jeden den passenden magischen Moment bereit. Die Region bietet mit herrlichen, sanfthügeligen Naturlandschaften beste Voraussetzungen für erlebnisreiche Wander- und Radtouren für groß und klein. Das vielfältige kulturelle Angebot lockt Besucher von nah und fern. Die Gäste befinden sich inmitten von historischen Burgen und Schlössern, schönen Badeseen und kunstreichen Sehenswürdigkeiten. Mittelkärnten ist aber auch für alle Genießer einzigartig. Regionale Produkte und Rezepturen sowie frische Küche sind für die Menschen eine Herzensangelegenheit. Kärnten ist eigentlich ein Weinbaugebiet. In der Römerzeit wurde hier schon Wein angebaut. Viele wissen es nicht einmal noch, dass wir in Kärnten einfach irrsinnig begünstigt sind durch das Klima, dass hier guter Wein und Qualitätswein vor allem entsteht. Wie Chardonnay, ein Weißburgunder, ein Grauburgunder, ein Pinot Noir, aber auch ein Sauvignon. Der Kärntner Rheinling ist mit Abstand das Beste, was wir im Germtag-Sektor zu bieten haben. Wir haben ein herrliches Rezept, wir geben ihm sehr viel Zeit, wir geben ihm die besten Zutaten. Es kommen die Eier handwarm rein. Alle Zutaten haben die gleiche Temperatur. Es ist einfach ein Genuss, so einen Tag zu verarbeiten. Dann lassen wir ihn nochmal gehen, dann geben wir in Kärnten 7 Zucker auf. Und dann geben wir noch Rumrosinen dazu. Und das heißt nicht Rosinen rum, sondern Rumrosinen. Ja. Und wir formen die Form mit Butterschmalz aus. Das ist einfach gut. Also wir bauen auch neben Getreide und Mais Kürbis an, Ölkürbis für die Ölproduktion, Kürbiskernöl eben regional aus Kärnten. Also der Kürbisanbau hat bei uns am Hof da in der Region Mittelkärnten auch schon Tradition. Wir bauen auch seit rund 25 Jahren Ölkürbis an. Wir veredeln mal einen Teil eben der Kürbiskerne eben zu Knabberkernen und eben mit Zucker und verschiedenen Gewürzen karamellisiert. Und da haben wir Geschmacksrichtungen wie Zimt-Ingwer, karamellisiert, Rheinling-Geschmack. Schokoladen in reiner Handarbeit mit sehr, sehr vielen regionalen Produkten. Das ist uns sehr wichtig. Und seit 2 Jahren haben wir diese Schokolademanufaktur, meine Schokoladeerlebnismanufaktur erweitert, wo der Kunde wirklich das Thema Schokolade erleben kann. Wirklich, wir verwenden ganz, ganz viele regionale Produkte, nicht nur in den Schokoladen, auch in den Torten. Regionalität spiegelt sich bei uns wieder. Die Gans hat in Kärnten eine ganz große Tradition, so wie die 5. Jahreszeit sozusagen. Für uns nicht wegzudenken im Herbst, ein Highlight. Für uns natürlich nur, kommen nur Kärntner Gänse in Frage. Würzen da mal, wie man sieht, mit frischen Kräutern, sprich Thymian, Rosmarin, ein bisschen Oregano, Salz und weißen Pfeffer. Das war es eigentlich. Das ist unser Gansl-Vorspeis.